mein Gott, alle Brawler Power 11 überall Gears gemaxt. Digga, ich kann kaum noch down gehen. Oh mein Gott, ist das krank. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon, heute gibt es mal wieder ein richtig krankes Video. Ich bin heute mal wieder auf dem offiziellen Supercell Deathbuild Account und ich kann euch eben heute zeigen, wie es ist mit allen Gears, alle Brawler Power 11 auf jeden Fall und das vor allen anderen. Leute, es ist echt geisteskrank. In diesem Video werdet ihr auch erfahren, wie teuer ist es, alle Brawler auf Power 11 zu machen, wie viele Powerpunkte, wie viele Münzen wird es kosten und so weiter, wie leicht bekommt man die Gears und die Gears werde ich alle testen und so weiter. Es wird auf jeden Fall geisteskrank, Leute. Lasst unbedingt alle ein Like auf diesem Video da. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier die 15.000 Likes auf diesem Video schaffen würden. Und ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. Erstmal seht ihr die Brawler, wie sie aussehen werden bei euch, wenn ihr vorher sie auf Power 10 hattet. Also, ganz, ganz wichtig, Leute. Diese Brawler sind quasi alte Power 10 Brawler. Und Power 10 Brawler werden auf Power 9 zurückgesetzt und sehen dann so aus wie hier. Und ja, wir gehen jetzt zum Beispiel mal auf Shelly und sehen dort Folgendes, Leute. Richtig krank erstmal. Ausrüstung ist jetzt noch nicht freigeschaltet. 0 von 5. Und das geht eben erst, wenn Power Level 10 erreicht wurde. Dann schaltet man den ersten Slot frei und den zweiten, das seht ihr jetzt auch unten, schaltet man dann frei, wenn man Power 11 eben, ja, erreicht hat. Und man kann gleichzeitig eben zwei Gears verwenden, sozusagen. Und ich würde sagen, ihr seht auch schon rechts unten, dass es 1875 Gold kostet, um von Power Level 9 auf Power Level 10 abzugraden jetzt in Zukunft. Sehr, sehr viele Münzen, aber haltet euch fest, Leute, um von Power Level 10 auf Power Level 11 abzugraden, kostet 2800 Münzen. Alter! Und Leute, viele von euch haben sich bestimmt Goldskins gekauft, weil sie dachten, man braucht die Münzen eh nicht mehr. Jetzt braucht man wieder Münzen. Und Leute, ich habe das auch für euch ausgerechnet, für 52 Brawler, wie viele Münzen man braucht, um alle Brawler von Power 9 dann auf Power 11 abzugraden, wie auf meinem Main-Account. Und rausgekommen sind insgesamt 243.100 Gold. Ja, hört auf jeden Fall erstmal sehr viel an, ist es auch, Leute. Real Talk, sehr, sehr krank. Ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde jetzt mal alle upgraden hier auf dem Deathbuild-Account auf Power 11 und ihr werdet dann sehen, wie das Ganze aussehen wird. Let's go. So, Freunde, ich würde sagen, wir drücken mal auf Brawler. 3, 2, 1. Oh mein Gott, alle Brawler Power 11 überall Gears gemaxt. Geisteskrank, wie das aussieht, Leute. WTF, Mann. Man muss wirklich sagen, das sieht echt geisteskrank aus, Leute. Ich mache mir erstmal ein paar Screenshots. So, Leute, ihr seht es auf jeden Fall. So sieht das Ganze dann aus, wenn man wirklich einen kompletten Maxed-Account hat. Alle Brawler Power 11, alle Brawler mit den ganzen Gears. Das ist natürlich der Deathbuild-Account, Leute. Das ist jetzt nicht mein Main-Account. Also, ne, natürlich muss ich das selbst in Brawl Stars dann bezahlen auf meinem Main-Account, was ich auch machen werde. Das wird geisteskrank, Leute. Freut euch auf das Video. Ja, ihr seht es schon. Überall quasi hier mit den Gears. Wir gehen jetzt mal auf Shelly und sehen dort dann eben Folgendes. Wir drücken mal hier drauf. Die haben jetzt alle auf Level 3. Es gibt halt bei den Gears 3 Level. Ihr habt das schon im Brawl Talk gesehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr ein Level 1 Gear habt. Halt in diesem Grau sozusagen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Level 2 Gear bei Frank ganz kurz. Und Level 3 sehen sie dann eben so aus. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht von den ganzen Gears mit Level 1, Level 2 und Level 3. Ihr seht, wie gesagt, die 1er sind hier diese grauen. Dann eben die blauen sind die Level 2 und Level 3 sind die pinken sozusagen. Bei diesem Tempo Gear seht ihr hier, ist es so, dass es bei Stufe 1 eben 15% schneller ist, bei Stufe 2 20% und bei Stufe 3 25% schneller. Also diese Prozentzahl steigert sich immer. Beim Leben sind es dann 100 Heal, dann 150, dann 200 Heal. Beim Schaden sind es immer 10%, dann 15%, dann 20%. Beim Widerstand hier sind es eben 25%, dann 30%, dann 35%. Und beim Schild sind es eben 300, dann 450 und dann 600, Digga. Geisteskrank, Leute. Und übrigens, was ich noch gar nicht gesagt hatte, wie viele Powerpunkte braucht man eigentlich von Power Level 10 auf 11 abzugraden. Das sind übrigens 1440 Powerpunkte. Also man muss geisteskrank viele Powerpunkte auch noch wieder aus den Boxen ziehen. Bevor wir jetzt hier weiter mit den Infos machen, würde ich sagen, probieren wir erstmal einfach mal ein paar Gears aus, Leute. Und zwar würde ich sagen, erstmal Schild und Healen, würde ich sagen, probiere ich jetzt einfach mal aus in der Trainingshöhle als erstes. Wir testen das noch in einem Match auch gleich, Leute. Keine Sorge. Und ich gebe euch noch ganz, ganz viele Infos. Werdet ihr auf jeden Fall gleich noch sehen. Und zwar sehen wir jetzt Folgendes, Leute. Digga, das sieht echt krank OP aus, wenn ich mir das hier schon angucke. Aber mal gucken. Let's go. Ich kriege jetzt auf jeden Fall Damage. Oh mein Gott, ist das OP.
Oh mein Gott. Leute, ihr seht, mein Gear wird hier aktiviert. Ich kriege einfach 200 Heal die ganze Zeit, weil ich einfach stillstehe und nichts mache, sozusagen. Digga, ich kann kaum noch down gehen. Oh mein Gott, ist das krank. Okay, Leute, jetzt bin ich down. Das hat echt lang gedauert. Ihr habt es eben gesehen, Leute. Ich hatte 6300 Leben. Normalerweise hat Shelly 5700 mit Power 11, aber mit dem Gear halt nochmal extra 600. Geisteskrank, Bruder. Und ja, wir machen jetzt mal einen folgenden Test, Leute. Weil mich interessiert, wenn schnellere Brawler noch schneller werden oder wenn Brawler wie Frank noch mehr Leben haben, wie OP ist das eigentlich? Deswegen testen wir jetzt auf jeden Fall mal in ein paar Runden die Gears aus. Leute, im Testspiel sieht das Ganze auch echt crazy aus hier mit den Gears nach unten. Also das ist echt geisteskrank. Da könnt ihr natürlich auch alle die Gears austesten, wenn ihr sie nicht zieht oder für eure Brawler habt. Aber wir gehen jetzt mal rein und nehmen mal Frank, Leute. Und bei Frank rüsten wir jetzt mal aus, wie eben, ne? Mehr Leben sozusagen und noch mehr Heal, würde ich sagen. Das testen wir jetzt einfach mal mit Frank. Und wir starten mal rein. Jetzt bin ich geisteskrank gespannt, Leute. Wie viel Leben hat jetzt Frank? Oh mein Gott! Frank hat 12.200 Leben jetzt! WTF, Mann! Digga, das ist ja geisteskrank, Mann. Oh mein Gott. Und wenn er jetzt noch Cubes bekommt... Digga, das ist echt geisteskrank. Und Leute, wie gesagt, wenn man jetzt still steht mit Frank, dann regeneriert ja auch noch 200 pro Sekunde sozusagen. Von dem anderen Gear sozusagen, von der anderen Ausrüstung. Auf Deutsch heißen übrigens Ausrüstung, die Gears. Warum auch immer. So, ich bin jetzt mal gespannt. Komm, hitte mich mal an. Ja, und ihr seht schon, ich kriege jetzt den 200 Heal extra sozusagen von diesem anderen Gear noch, was ich ja auch noch habe. Natürlich ist es trotzdem möglich, ja, mich zu killen, aber ihr seht schon, das ist echt heftig, Leute. Und jetzt probieren wir nochmal die anderen Gears aus. So, Freunde, und zwar gehen wir jetzt mal zu Crow. Da können wir auch nochmal den Captain Crow nehmen, richtig geil. Und zwar haben wir dort eben Tempo Level 3, also erhalte einen Temposchub um 25%, wenn du dich in Büschen bewegst. Und dann können wir natürlich auch nochmal testen, verringere die Dauer von Betäubungseffekten und die Effektivität von Verlangsamungen um 35%. Aber vor allem der Speed interessiert mich jetzt mal. Wie schnell ist man dann mit einem schnellen Brawler sozusagen? So, Leute, also ich bin jetzt mal extrem gespannt. Also wir nehmen uns jetzt mal als Vergleich die normale Geschwindigkeit von Crow. Und wie schnell ist er jetzt in einem Busch? Oh, lol, okay, krass. Ja, das merkt man schon, Leute. Ich weiß ja, ob man es so gut sieht. Aber es ist schon ein heftiger Unterschied auf jeden Fall. Es ist schon ein heftiger Unterschied. Ja, warte mal, ich versuche euch das nochmal ein bisschen besser zu zeigen, Leute. Also hier, so, seine normale Geschwindigkeit ist folgendes. Und dann, wenn man hier im Busch ist, seht ihr auch schon diese Pfeile, da bewegt man sich echt deutlich, deutlich schneller. Es gibt wahrscheinlich auch bessere Maps, wo man das besser sieht, als jetzt hier. Aber wir machen nochmal den Test. Boah, heftig, Digga. Jetzt testen wir nochmal das Schadensgear, also ja, mit Damage sozusagen. Weil Bull macht ja zum Beispiel sehr viel Damage, Leute. Und dann können wir eben nochmal 20% zusätzlichen Schaden machen. Also ich muss schon mal sagen, bisher kommt mir das extrem OP vor. Extrem, extrem OP. Also wir machen jetzt Normalschaden 3000, okay? Junge, das ist schon so viel. 3000 Schaden. Und wie viel machen wir jetzt extra Damage mit dem Gear noch, Leute? Wir lassen uns mal hier runter hitten. Ihr wisst, Bull ist ein Brawler, der geht oft in den Nahkampf. Und deswegen passiert das da natürlich oft, dass er auch weniger Leben hat. Und so, jetzt zack. Und wir machen 3600 Schaden dann mit dem Gear. Stell dich einfach mal vor, ein Bull mit Gear am Tresor, wie der rasiert, Digga. Das ist ja geisteskrank, Leute. Hier seht ihr noch, wie Boxen geöffnet werden, denn tatsächlich ist es so, sobald man einen Power 10 Brawler hat, bekommt man aus den Boxen Gear Scrap und auch Gear Tokens. Die braucht man eben, um ja, seine Brawler mit den Gears auszustatten. Ne? Man muss nämlich die Gears craften, Leute. Das ist ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, ist aber gar nicht so schwierig eigentlich. Die haben natürlich auch eine Prozentchance, wie oft die in Boxen drin sind. Die sind aber natürlich sehr, sehr häufig drin in Boxen, ne? Also keine Sorge deswegen. Und dann, ja, braucht ihr natürlich einiges. Wenn ihr jetzt bei jedem Brawler alle Gears auf Level 3 machen wollt, sind das vermutlich mehrere tausend Euro, würde ich mal tippen, die man ausgeben muss. Das ist echt geisteskrank. Ich werde es wahrscheinlich machen, damit ihr seht, wie viel das kostet. Also lasst unbedingt ein Like da und ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr in Brawl Stars einen richtigen Maxed-Account sehen wollt. Den werdet ihr nämlich vermutlich fast nur bei mir sehen. Ich weiß nicht, wer das sonst noch macht, wer noch so geisteskrank ist wie ich. Deswegen, Leute, würde sagen, wir sehen uns. Lasst ein Like da und damit. Ciao, ciao.